uns doch gut Komm zurück. Kleiner, oder? Ja, wir gehen vor und teilen euch mit, was uns erwartet. Das ist eine Mac. Also, Jedi, die eine Person, von der du nicht wolltest, dass sie uns hilft, hilft uns jetzt? Komm schon, das ist doch echt ironisch, oder? Ja, weißt du was? Das ist wirklich ironisch. Ha, ich wusste es! Ist das geil, ey. Vor allem, dass die auch so Moves drauf haben. Kate, bereit für den Schwarmstock? Alles klar, Kinder. Zwischen euch und dem Damm wimmelt es nur so von diesen Arschlöchern. Wow, danke, Onkel Baird. Ey, ihr schafft das. Wie cool. Oh, scheiße Träger! Der kleine Carrier. Oh, wir haben unterschiedliche Waffen. Du hast ein Maschinengewehr, oder? Science, da am Tor! Apropos Tor. Baird, wir kommen nicht weiter. Diese Mechs haben Fernkampf. Dass du mich so reingeblockt hast, dass ich nicht weg konnte. Oh. Ich bin jetzt in dem kleinen Spucke-Dingsbums gestorben. Angemessen. Vollkommen angemessen. Oh Mann. Du hast ein Maschinengewehr, oder? Ich hab wie so eine Buzzkill. Achso, weil das habe ich auch. Ja, habe ich auch. Ich dachte, du hast ein Maschinengewehr. Nee. Wir haben uns doch gut geschlagen, Kleiner, oder? Ja, wir gehen vor und teilen euch mit, was uns erwartet. Also, JD, die eine Person, von der du nicht wolltest, dass sie uns hilft, hilft uns jetzt? Komm schon, das ist doch echt ironisch, oder? Ja, weißt du was? Das ist wirklich ironisch. Ha, ich wusste es! Zieh. Alles klar, Kinder. Zwischen euch und dem Dampf wimmelt es nur so von diesen Arschlöchern. Die sehen so ein bisschen aus wie die Dings früher, die, Science, da am Tor! Apropos Tor, Baird, wir kommen nicht weiter. Diese Mechs haben Fernkampfzielsysteme. Markiert, was ihr wollt, wir sprengen es. Ha, schön. Roger, bereithalten. Oh Mann. Boah, geil. Was war denn das jetzt schon wieder? Ich sterbe immer auf die gleiche Art und Weise. An der Stelle bleib ich einfach stehen und explodiere. Was ist das? Dann bleib mal zurück. Lass mich mal vorgehen. Ja, aber hä, was check ich denn gerade nicht? Weiß ich nicht. Aber die sehen ein bisschen aus wie die Sentinels, ne? Früher? Die sehen halt vor allem aus wie bei Pacific Rim. Ja, stimmt da auch ein bisschen. Ich habe jetzt gerade mal den Hubschrauberangriff benutzt. Wir haben uns doch gut geschlagen, Kleiner, oder? Ja, wir gehen vor und teilen euch mit, was uns erwartet. Also, JD, die eine Person, von der du nicht wolltest, dass sie uns hilft, hilft uns jetzt? Komm schon. Vielleicht ist das Spiel deswegen zwei Spieler. Ja, weißt du was? Das ist wirklich ironisch. Weil man halt vier Roboter wären albern gewesen. Kann man die einfach zerlatschen? Wobei es auch geil gewesen wäre, zu zweit so einen Roboter zu spielen. Oh ja, das wäre cool. Was das für einen Streit ausgelöst hätte. Ich will die Arme. Kann die Schüsse abschießen, ne? Also ja. Die Kugeln. Fliegedinger, was auch immer das sind. Ich möchte festhalten, dass die Bolzenschussgeräte funktionieren. Ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Du kannst mit RB Druckluft ablassen, dann kühlt die Waffe besser ab. Oh, geil. Animal Luft ablassen. Da. Science, da am Tor. Apropos Tor, Baird, wir kommen nicht weiter. Diese Mechs haben Fernkampfzielsysteme. Markiert, was ihr wollt, wir sprengen es. Ha, schön. Roger, bereithalten. Gut, okay, dann gehen wir weiter. Schau mal, hier steht noch so einzeln einer. Oh. Ist nicht mehr. Das ist so geil mit dem Laser, ey. Wie cool. Du darfst den ja gar nicht benutzen, ne? Du magst ja keine Laser. Nee, sorry. Geh mal nicht zu weit vor, sonst explodierst du gleich wieder. Vor Schreck.
Und hier wohnt auch ganz bestimmt niemand mehr, oder? Geil. Hescher, fahr aus! Heizen wir ihm ein! Oh. Luftangriff! Boah! Wir sind durch! Moment. Vollkommen übertriebener Luftangriff auf den einen Gegner da unten. Ah, scheiße, so weit geht er nicht. Geil, endlich mal so einen Kingraven befehlen. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten, der halbe Schwarm ist hinter euch her. Ist auch nicht egal. Und die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass dein Dad echt stolz auf dich ist. Aha, okay, also ich gehe da mal weiter Monster töten. Sag Bert, den Mac kriegt er nie wieder. Hey, denk nicht mal dran. Hey, da kommen mehr Häscher. Das packen wir. Vorsicht, Doppelhäscher. Du stehst da ein bisschen blöd. Erledigt. Die auch. Raketen unterwegs. Ziel eliminiert. Okay, wir kommen hier wohl nur durch diese Wand wieder raus. Da kommen sie. Und tschüss. Raketen sind raus. Alle gesehen, so wird das gemacht. Über die Brücke! Hier war dein Suchlaser da so rum. Oh ja! Ja, Mann! So. Feinde! Na, warte, du Drecksack. Okay, jetzt kommt noch ein Swarmack. Ja, aber dieses Mal sucht er sich jemanden in seiner Größe. Kann sich mit dem Scheiß sogar in Deckung begeben? Feuer frei. Treffst deine blöden Puste nicht. Raketen raus. Raketen sind raus. Wie geil die Explosionen aussehen. Ja. Raketen unterwegs. Ich weiß nicht, ob die Raketen ihm wirklich wehtun, aber also kriegst du seine Puste ins Spiel? Es ist am Boden, aber noch nicht tot. Ja. Nein. Gib den Kopf her. Der Swarmack ist erledigt. Jetzt nichts wie raus hier. Ja klar. Aber wie? Kinder, zielt auf die Wand. Wir bahnen euch einen Weg. Das hört sich echt gut an. Awesome. Aber hallo. Hey Leute, alles klar da unten? Naja, so weit, so gut. Eine Ahnung, was da auf uns zukommt? Da sind eine Menge Viecher. Ziemlich große. Ziemlich groß, hä? Ich glaube, mit groß kommen wir klar. Haha, ich kenne es gar nicht anders. Ich kann immer noch nicht verstehen, irgendwie, ich glaube, das war das GameSpot oder so. Mhm. Die haben die Kampagne beschrieben mit Lackluster Campaign. Okay. Also enttäuschende Kampagne. Hä? Der Damm ist gleich voraus. Also sie hat auch manchmal so ein bisschen ihre Längen, aber ich find's doch ziemlich cool. Da Runde? Sieht so aus. Die ist halt nicht ganz so auf Bombast gebaut, aber da
Das ist ja auch verständlich, wenn sie quasi eine neue Serie anfangen wollen. Muss ja noch ein bisschen Platz nach oben geben. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, die haben's. Ach, das ist ein altes Schiff, was hier liegt. Das ist ja geil. Cool. Oh, Vorsicht. Hatcher. Wie bei Destiny. Das ist echt dasselbe Spiel, ey. Träger! Und Hescher! Na, haben wir noch irgendwo einen? Nein. Hat auch hier ist noch einer in der Ecke. Hat das überstanden? Bescheuert. Das hat er nicht mehr überstanden. Gut, es geht aufwärts. Und ich habe nicht gesagt, wir hätten es geschafft. Der weiß es sicher zu schätzen. Ah, wir sitzen hier fest, brauchen Luftunterstützung. Ist auch geil, da kommen sie dann nicht durch. Verdammt, das Rad ist ein Problem. Ja, dieses Mal sind wir ein paar Köpfe größer. Dann vielleicht mittendurch. Wow. Geht raus. Danke. Und... Der Damm ist direkt voraus, nehmen wir das Rad auseinander. Das ist so geil, das ist so Overkill machen jetzt hier. Die Wand sieht kaputt aus. Warte. Los, Robo-Freund. Muss mir helfen, die Robotür aufzumachen. Aber das ist wirklich nur so ein Arbeitsroboter, der quasi so mit Rüstung umbaut ist, ne? Also es ist dasselbe Grundmodell. Okay, wir sind beim Damm. Jetzt brauchen wir nur einen Weg hindurch. So geil der Damm aussieht. Ja. Brumak! Achtung, noch ein Swarmack! Ach, Swarmack heißt die jetzt. Für mich wird es immer ein Boomerang bleiben. Also ich kann ihre Pusteln nicht mehr zerschießen, oder? Ich halte einfach nur ab und zu ein bisschen drauf, dann nochmal eine Rakete hinterher. Ich bin ja gerade in Deckung. Gegangen mit dem Riesen-Mac, damit mich keiner sieht. Ich glaube, das geht nicht mit der Wüste. Hast du ihn? Ja. Ja. Very good. Lass ihn platzen. Swarmack ist erledigt. Das sehe ich. Gut gemacht. Man sieht sich auf der anderen Seite. Die heißen doch King Raven, oder? Ich dachte schon. Oder heißen die nur Raven? Und der eine, der ihn am Anfang abholt, ist ein King Raven. Weiß ich nicht. Das ist auch nicht mehr noch. Geil. Das ist so gut. James, die Höhle. Sie ist da drin. Ganz sicher? Ja, das ist das Zentrum des Netzwerks. Dann holen wir sie da raus. Boah, wie übel wären das, wenn sie die jetzt zur neuen Königin Richtung gemacht hätten. Wird uns davon abhalten können. Ja. Richtig? Wäre aber eigentlich ganz cool. Ja. Drehen hier völlig durch. Was zum Teufel? Was ist hier los? Schieß einfach! Ja, wir haben sie! Kate, es kommt auf dich zu! Kann die auch targeten, Hubschrauber. Ah, okay. Das ist ja voll Ikaruga-mäßig. Gute Arbeit. Und jetzt weiter vorrücken. Ach, da ist ist schon ihr Pott, oder sollen wir da nur hin? Ziel irgendwie zu langsam. Die Raketen sind dazu für zu langsam, glaube ich, oder? Ausschalten! So, kann das sein? Ja. Man muss schon. Oh fuck! Oh fuck!
Oh. Man muss doch ganz schön ausweichen zum Teil, ne? What? Ja, genau. Stimmt. Okay, also das könnte uns vielleicht doch aufhalten. Feuer frei. Dad, vielleicht hast du einen Rat für uns. Okay, yeah. Zielt auf die Tentakel. Man kann Zeit dodgen. Die Zeit dodgen. Achso, Zeit. Ich hab schon Zeit. Tentakel erledigt. Das ist eure Chance. Reißt das verdammte Ding aus. Do it. Sehr geil, der tackert das Ding fest. Okay, das hat weh. Markiert das Gelenk. Wir erledigen das. Raketen unterwegs. Sehr gut, ein Wirkungstreffer. Raketen raus. Weich den Stacheln aus. Noch ein Tentakel weniger. Schaffst du es? Ja. Nichts vergessen. Raketen unterwegs. Guter Schuss, Sam. Ja. Was wird dir fehlen? Feuer frei. Ein Laserpointer manchmal nicht richtig. Nur noch eins! Da kommen sie! Okay, sind alle raus. Das kann ich gerade leider nicht. Das war das Letzte! Asten? Ja. Das bin ich. Gut, dass er sich ansonsten nicht bewegt. Raketen raus. Sauber. Ist das geil. Aber noch nicht tot. It's not dead yet. Achtung, das ist bestimmt nur so ein ganz kleiner Teil oben drauf. Oh nein. Sind getroffen und Scheiße, wir schürzen ab. Das, wenn ihm mal vorher eingefallen wäre, ne? Dad! Dell! Okay! Alle Mann raus da! Oh oh. Wehe, da sterben jetzt alle auf einen Schlag. Aber wir müssen uns hier um den Schwarm kümmern. Erledigt das Mistvieh einfach. Hey, Bert! Wie steht's um den Raven? So. Ich hab da so eine Idee. Ich hab ne große Knarre. Oh, der schubst einen immer wieder zurück. Es startet noch mehr von den Dingern. Deck das Bein ab. Ja, hab's gesehen, geil. Dass er nicht auf die Idee kommt, mal aufzugeben. Das müssen wir nochmal machen. Achtung, es verschießt wieder was. Aufpassen! Was ist? Geil. Ja, nu? Guckst du blöd. Okay, ja, sieht aus wie die Ritter der Kokosnuss-Szene. Oh, es hat sich verkantet.
holen wir sie raus. Oh mein Gott. Aber sie sieht doch einigermaßen gut aus. Mhm. Du wusstest es. Nicht wahr? Ja. Aber ich wusste nicht, was wir finden. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Dafür haben sie gesorgt. Katie, schneid mich raus. Bitte. Rainer, bitte. Jedi. Du darfst sie nicht... Nicht. Lass mich Abschied nehmen. Es ist noch nicht vorbei. Also bring sie in Sicherheit. Ich brauche keinen Babysitter. Ich weiß. Du brauchst Zeit. Vertrau mir. Ich kenne das. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Sie ist wunderschön. War das nicht das Insignium von der Königin? Ja, irgendwie, mir kam das die ganze Zeit schon so bekannt vor. Ich hab die ganze Zeit schon so gedacht, woher kenne ich denn dieses Symbol? Und bin aber nicht drauf gekommen. Aber es kann sein, dass das irgendwie so ein Symbol von den Locust war. Ich dachte schon. Also, stimmt. Aber sie hatte das ja schon vorher mal in der Zwischensequenz in der Hand. Ja. Und das hat mich irgendwie total an irgendwas erinnert, aber ich wusste nicht mehr an was als Symbol. Aber hatte man nicht auch in der Zwischensequenz bisher nur die Vorderseite davon gesehen? Ja, aber auch das kam mir bekannt vor. Ach so. Also das... Bedeutet das vielleicht, dass das
dass diese Locust oder dieser Schwarm, dass das zyklisch, dass die sich immer so eine Königin aussuchen oder so. Und das ist halt in dem Fall die Familie dafür prädestiniert gewesen, dass sie die deswegen entführt haben. Und dann so verwandelt haben, ne? Ja, und jetzt hat sie aber denen einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie sich hier hat umbringen lassen. Aber dann könnte jetzt ein Story-Arc sein, dass die Locust jetzt die Kate halt haben wollen. Weil sie halt dann die nächste in der Folge ist. Das könnte das bedeuten. Vielleicht habe ich es aber auch völlig falsch gehört. Aber sie haben ja wieder, also, das ist ja immer noch das große Mysterium, warum die Anführerin von den Locust aussieht wie ein Mensch. Mhm. Weird. Aber cool. Coole Kampagne. Cooles Spiel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal parallel schon wegen, ob es irgendwelche schon Gerüchte gibt und so, was da ist. Und tatsächlich geht halt so ein bisschen so, ob die Myra eventuell halt die Großmutter war und entführt wurde. Zeitlich, naja, zeitlich könnte das schon hinhauen, ne? Also, dass man das tatsächlich nicht so richtig weiß, wo die herkam. Aber das, ja, warum nicht, ne? Und warte, vielleicht gibt es auch eine mysteriöse Post-Credits-Szene, die das noch erklärt. Aber wenn man sich überlegt, was da alles hätte schief gehen können, geht zu einem neuen Entwickler. Ich meine, jetzt hatten wir das Gears Judgment, das war zwar auch okay, aber halt nicht so cool wie die anderen. Da hätte halt so viel irgendwie bei schief gehen können und dann irgendwie noch neue Konsolengenerationen, ein bisschen anderes Technikgrundgerüst. Also, richtig gut. Ja, also... Freue mich auch echt drauf, wie das weitergeht. Fand es ganz witzig, weil ich dachte halt die ganze Zeit so, okay, es kommt nichts Großes mehr. Weißt du? Weil es jetzt doch irgendwie so, es war so der dritte und auch die Hälfte vom fünften, so ab dritter, vierter Akt und so, das war alles so, tatsächlich fühlte sich ein bisschen an wie das Gears 1, alles so auf einem Level ungefähr. Ja. Und von dem, was so an Set-Pieces und Surprises und welche Größenordnung das alles so hatte. Und fand halt am Anfang waren mehr Set-Pieces, so das war ein bisschen mehr Abwechslung und Tempo und dann am Ende war es halt viel in diesem Damm und also der Damm war ein bisschen lang, glaube ich. Ja. Und ich habe halt echt so gedacht, okay, jetzt machen sie halt hier in dieser Stadt oder so irgendwo den Endkampf. Ich fand es wirklich angenehm, auch wenn es jetzt over the top war, am Ende nochmal so ein richtiges Highlight zu haben. Nochmal so einen richtigen Ausbrecher, der irgendwie verhältnismäßig kurz war, aber das Ganze so nochmal nach oben gepusht hat, fand ich gut, weil das hat es auch ein bisschen gebraucht, fand ich. Also ich kann das ein bisschen verstehen, wenn der eine oder andere geschrieben hat, dass die Kampagne vielleicht ein bisschen zu sehr immer auf der einen sehr sicheren Seite war. Also zu wenig manchmal so ein bisschen ausgespiked ist. Aber ich verstehe auch diesen Ansatz, den sie ja vorher gesagt haben, dass sie quasi wieder so ein bisschen das Gefühl vom Ersten aufbringen wollen, erstmal einen Reihen in die Welt zu schaffen und dann für eine neue Trilogie dann drauf aufbauen. Genau, nochmal drauf aufzubauen. Und so ein geiler Spaß. Ja. Richtig, richtig cool. Und wie gut das aussieht und wie gut sich es auch einfach wieder anfühlt. Ich habe kein Gefühl von wegen, es gäbe jetzt zu viel Gears. Ja. Also ich bräuchte keine unbedingt Pause. Was ich aber zum Beispiel witzigerweise bei Uncharted eher andersrum habe. Also da fände ich es nicht so schlimm, wenn es da eine ganze Weile Pause gäbe. Aber vielleicht, weil man da auch noch, weil diese Figuren sich da mehr anfühlen, als hätten sie quasi ihr Abenteuer jetzt durch. Ja. Und hier ist es eher die Welt. Beziehungsweise jetzt hast du ja auch eine neue Generation von Leuten, die du irgendwie durch diese Welt führen kannst. Ich hatte am Ende schon ein bisschen das Gefühl, dass das für mich gar nicht so funktioniert, diese ganze Geschichte mit der Suche nach der Mutter, weil man kennt die ja nicht. Also man trifft die ja ganz kurz, dann schreit die einen an, dass man jetzt kämpfen soll, dann ist die weg. Ja. Und jetzt auch am Ende dieser emotionale Moment ist halt, ich meine, Kate da in Tränen, aber gibt mir nichts. Kenne ich nicht. Ist nicht so krass wie bei Dom damals, ne? Ja, irgendwie... Also vielleicht auch dadurch, dass man es durch Dom ganz kurz, weil es hier gerade kommt, ist finde ich auch total nett, mit denen, welche Babys geboren wurden in der Entwicklungszeit. Alter, das war eine Menge Babys. Ja, siehst du, ordentlich rumgevögelt haben sie da. nee, sorry. Ja, also dadurch, dass man halt das mit Dom schon kannte. Und ich fand aber auch, sie haben schon sehr stark versucht, diese Szene nochmal zu in Erinnerung zu rufen, auch wie diese Augen so leblos aussehen und so. Also das war, glaube ich, kein Zufall. Aber dadurch hat es für mich nicht so gut funktioniert.
Aber das am Ende eben nochmal zu drehen mit dem, dass das jetzt doch alles sehr, sehr wichtig war und die dann doch irgendwie mehr ist, als es am Anfang den Anschein hatte, sehr cool. Ja, fand ich auch. Also es war ja auch so voll mit so kleinen, netten Anekdoten. Das merkt man halt schon, das sind echt Fans der Serie, die das gut aufgenommen haben. Das ist ja so ein bisschen das, was wir letztens in dem Gespräch hatten über Hideo Kojima und Metal Gear. Wenn es ein Studio gäbe von Leuten, die die Metal Gear Serie so leben und verinnerlicht hätten oder würden, wie das jetzt hier bei The Coalition ist, dann würde ich liebend gern ein neues Metal Gear von denen erleben und vielleicht auch, ein wirklich neues, also einen kompletten Neustart. Weil das, finde ich, merkst du hier schon. Also das ist so Gears. Ja. Volle Kanne. Also auch dieses Ganze, man hat sich dieses Deckungsshooter-Prinzip genommen, in den Grundlagen so repliziert, wie es sein sollte und dann halt darauf schon aufgebaut. Und ich meine, das ist der erste Teil von einer neuen Trilogie und allein schon, wie viel unterschiedliche Elemente es da gab. Die Deckung kannst du dir von der Decke runterschießen, du kannst sie zerschießen, dann kommt der Wind dazu, dann gibt es irgendwie Waffen, die über die Deckung drüber schießen können. Also schon abgefahren. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viel drin steckt dann. Das mit den Ketten war auch so geil. Oder diese Szene mit dem Flugzeug und dem Motorrad. So geil over the top, aber so ein Spaß. Also ich meine, wir sind ja aus dem Schreien nicht mehr rausgekommen, aber das ist doch genau das, was so ein Spiel auch irgendwie machen muss, dass man wirklich nur denkt, oh geil, ist das einfach eine geile Scheiße. Cool. Also wirklich, wirklich cool. Da haben sie natürlich jetzt ist das mit hier JDs Mutter, mit der Anna, das wurde jetzt nur so am Rande erwähnt, dass sie verstorben ist. Also ich dachte, es hätte noch irgendwie mehr Bewandtnis gehabt. Aber er hat ja auch nur gesagt, ne, mit von wegen, ich weiß, wie das ist. Ja. Also das war ja auch nochmal so ein anderes. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht irgendwie nochmal zum Thema kriegen innerhalb dieser Serie. Es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn es einfach so jetzt hier weg. Weil, warum? Man kann es ja nochmal irgendwas heranziehen. Gucken. Aber krass, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Markus stirbt am Ende. Hat es alle von den Alten überleben lassen. Frage ist, ob diese in den anderen Spielen auch noch so präsent sind oder ob das der Staffelstab, die Übergabe war und jetzt in dem neuen eher die auf sich gestellt sind. Ich glaube eher, dass es in die Richtung gehen wird. Also ich glaube, die wird man schon an Rande nochmal so ein bisschen mitbekommen, aber dass die so richtig mitlaufen, glaube ich nicht. Also werden sie eher dann irgendwie nochmal neue Figuren reinbringen, einfach weil es auch, also die müssen ja so ein bisschen für sich auch stehen ab einem gewissen Punkt. Und vielleicht wollten sie die Kampagne jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf einem zu düsteren Ton enden lassen. Dass sie den da jetzt rausnehmen. Also, wer weiß. Gerade, vor allen Dingen, jetzt haben sie gerade wieder so ein bisschen zusammengebracht, die Crew, ne? Ja. Und sie dann sofort wieder weghauen. War ihnen vielleicht zu blöd. Bin ich aber okay. Also, es hätte jetzt hier sehr aufgesetzt gewirkt, fände ich. Also, wenn er jetzt noch gestorben wäre. Ja, passte jetzt nicht irgendwie zu dem Setup. Ja. Da hätten sie vielleicht die Max dann nicht bringen dürfen. Dann hätten sie es irgendwie so auf dem Level halten müssen. Ach, guck mal, Splash Damage hat da auch mitgearbeitet. Haben die nicht den Multiplayer gemacht? Das mag sein. Das ist ja irre. Da arbeitet jeder mit jedem. Ja, deshalb gibt es ja auch so viele Babys. Ja. Ich glaube, da steht jeder mit jedem. Ist das nicht so wie in so wie bei Game of Thrones oder Mittelalter, dass sie dann die verheiraten, um halt um Frieden zu wahren? Ja. Ja, vielleicht. Ja, ein schönes Ding. Schade, wir hätten es gerne auch noch ein bisschen auf dem PC gezeigt, weil es da eben auch fantastisch aussieht und eine wirklich mal eine Vorzeige-PC-Version ist. Aber der Sprung, muss man fairerweise sagen, von der Xbox One auf den PC ist nicht sehr groß. Also es ist eigentlich nur, dass das Bild noch mal ein bisschen ruhiger wirkt durch die ganzen Bildverbesserungen. Details oder so ist da eigentlich nicht mehr, weil das ist schon Wahnsinn, was sie aus der Xbox One hier rausholen, wenn man sich auf das Ding konzentriert, ne? Also ich glaube, es läuft ein bisschen flüssiger. Ja, es läuft ein bisschen schneller. Und ich glaube, dass das der Großteil davon, was da besser ist, durch unser die Videobearbeitung vermanscht wird. Ja, das sowieso. Ja, da siehst du nicht viel von. Und wenn man so, ich finde, das ist ja auch so ein Spiel, was du auf dem Fernseher erleben willst, ne? Also wenn du das auf dem Fernseher aus einer normalen Entfernung jetzt von der Couch oder so siehst, es ist schon nett, dass es ein bisschen schärfer ist, aber es ist auch wirklich eine hervorragende Xbox-Version. Aber es ist eben auch schön, dass es auch mal wieder eine sehr, sehr hervorragende PC-Version ist, die einfach wirklich
wie im Bilderbuch. Optionen, wie sie funktioniert, wie sie läuft. Gut, das einzige Ding, was aber das liegt an unseren Rechnern. Irgendwie wahrscheinlich sogar meinen, dass wir uns nicht gefunden haben zum Koop-Spielen. Aber ja, das ist, glaube ich, was Externes. Das also was ich gelesen hatte, war, dass das halt ein bisschen was mit Port-Forwarding und so einem Kram zu tun hat. Da hätten wir uns das, glaube ich, ein bisschen mehr mit beschäftigen müssen. Ja. Aber naja, so hat es ja auch geklappt. Extrem ein bisschen traurig stimmt, weil ich weiß, dass ich den Horde-Modus nicht lange spielen werde, auch wenn es, wenn ich es mal spiele, durchaus Spaß macht. Aber der komplette Season Pass sind halt irgendwie 24 Maps für einen Horde-Modus und für einen Multiplayer. Ja. Aber nicht eine Singleplayer-Erweiterung. Also das war es jetzt, bis Gears of War 5 kommt. Es sei denn, sie hauen da nochmal irgendwie ein Zwischenstück oder sowas raus, aber das ist dann schon nicht Teil des Season Passes, glaube ich auch nicht, dass da was kommt. Das finde ich für mich sehr schade, weil, wie gesagt, das Horde-Ding, ach, ich kenne mich doch. Jetzt nicht so, also ich würde sagen, dass das Gears-Ding halt eigentlich der Launch-Titel für die Dings sein muss, für Scorpio. Also das ist fürs Projekt Scorpio ein neues Gears geben. Das schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Ah, auf keinen Fall. Das ist Ende nächstes Jahr erst. Ja, jetzt ist Ende dieses Jahr. Die schaffen die nicht. Das ist zu kurz. Vielleicht haben die ja schon angefangen, Mörder vorgearbeitet. Glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, oder halt nochmal ein Remake von irgendeinem alten. Da kriegst du dann Gears 2 Remake. Gears 2 Remake. Ja, nochmal was Cooles. Das glaube ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein nächstes Halo mit Halo dem eher launcht. Obwohl ich fürchte, dass Halo so ein bisschen die Zugkraft verloren hat. Ich weiß gar nicht mehr, was in Halo 5 passiert ist. Ab der Hälfte war es Quatsch. Ich weiß nur noch, dass dieser ganze, dieses Duell zwischen Master Chief und Agent Locke voll der Scheiß war. Zwischen Luke Cage, meinst du? Ja, stimmt. Aber ab der Hälfte wurde es irgendwie Unsinn und immer mehr oder weniger sehr das Gleiche. Also, ja. Deshalb, also weiß nicht, ob da ein bisschen die Luft momentan raus ist. Der Multiplayer ist ja sehr, sehr, sehr gut und wird ja auch hervorragend unterstützt. Also muss man ja echt mal sagen, das ist ja der Wahnsinn, was die da raushauen an Verbesserungen und an Inhalten. Jetzt gibt es sogar kostenlos auf dem PC, also zumindest den Multiplayer-Teil, also ist echt cool. Aber ansonsten, was gibt es denn noch für große Exklusivmarken für die Xbox? Naja, Forza halt. Ja gut, okay, Forza. Das ist gerade eins, genau, gekommen. Also das Horizon. Ja, und von Quantum Break, wette ich, sehen wir niemals einen zweiten Teil. Das glaube ich auch nicht. Also, und ansonsten, die Sachen, an denen Remedy gerade arbeitet, sind meines Wissens auch alles keine Microsoft-Co-Produktionen. Auch alle ein bisschen kleiner, ne? Und teilweise auch Multiplayer. Die arbeiten mit hier Tencent doch zusammen für dieses, wie hieß dieser Multiplayer-Shooter, wo sie die Singleplayer-Kampagne Crossfire 2 oder so? Jetzt kommen schon die Bildchen, das ist gleich vorbei. Und noch irgendwas. Aber ich glaube, Quantum Break ist eine einmalige Affäre gewesen. Ja. War ja am Ende des Tages leider auch nicht so geil. Ja, vielleicht also ich bin trauriger darüber, dass es nie wieder Alan Wake gibt, als dass ich traurig darüber bin. Oh, guck mal! Oscar! Nein! Ja, geil! Wo zur Hölle sind die alle? Hätten wir aber eigentlich drauf kommen können, oder? Weil dafür eine Figur, die so markant eingeführt wird, ohne einen Kommentar einfach zu sagen, ja, die sind jetzt alle tot. Ist ja Quatsch. Würden sie ja eigentlich nicht machen. Also, aber geil, cool. Der kommt auch wieder zurück. Das war Gears of War 4. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Andere Gears of War Spiele gibt es hier schon im Kanal. Ich muss gerade überlegen, welche haben wir denn nicht gespielt? Aber wir haben nur Judgment gespielt. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich haben wir haben noch die drei Hauptteile, hätten wir noch offen. Die sollen halt das Zweier mal fertig machen und dann entsperren in Deutschland. Ja. Das ist ja immer noch indiziert, weil dann können wir nochmal schön durchgehen. Ich weiß gar nicht, wovon du gerade gesprochen hast. Wurde automatisch rauszensiert, diese Info. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis bald auf GameTube. Macht's gut, ciao. Tschüss.